unter dem Westerwald, dort wo die Bäume wurzeln, fängt die Geschichte an. Jahrhundertelang lebten die Menschen hier vom Bergbau. Was ist? Oh oh. Die Landwirtschaft hat es mitten im Wald eher schwer. Was ist denn los, schätze ich? Alles okay? Eines haben sie reichlich. Steine. Steinreich sind sie und wild entschlossen, ihrem Boden alles abzuringen. Meine Frau sagt immer gerne, da herrscht Krieg im Beet. Aber eigentlich sind sie friedlich und kaum aus der Ruhe zu bringen. Wollen wir mal euer Kunstwerk probieren? Im Wald verborgen, unter der Erde begraben, vielleicht liegt genau da das Geheimnis des Dadener Landes. Mal buddeln. Fahr mal hin ist heute unterwegs im Westerwald, genauer gesagt im Dadener Land. Das liegt direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, im Landkreis Altenkirchen. Wer das Dadener Land verstehen will, der muss unter Tage. Schon im Mittelalter gab es Gruben in dieser Gegend. Im Lauf der Zeit waren es über 350. Der Hüttenwäldchenstollen ist der letzte, der noch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Grube Hüttenwäldchen wurde im Jahre 1909 stillgelegt und 90 Jahre später wieder zum Leben erweckt. Von einem Verein von Bergbaufreunden. Ein Türsturz aus Metall wäre zeitgemäßer. Aber es soll ja eine Reise in die Vergangenheit sein. Und alles so authentisch wie möglich. Zack, jetzt sitzt. Und? Eberhard Ermert und Klaus Weinbrenner. Sie verbringen ungezählte Stunden ihrer Freizeit in der klammen Grube. Ohne sie und die anderen im Verein gäbe es heute kein Besucherbergwerk. Als sie damals mit ihrer Arbeit anfingen, 1998, war da eigentlich gar nichts. Null. Es war nicht ein Stück Metall hier drin. Ist alles von uns, Haspel und so weiter, draußen vor der Türe auseinandergeschnitten, reingefahren und vor Ort wieder zusammengefügt, geschweißt oder und. Ja, das ist eine reine Eisenerzwand, und zwar bestehend aus Siderit. Siderit hat ungefähr 35% Eisenanteil. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Kupferausblühung. Da wir hier ja nicht mehr in einem Abbau sind, auf dieser Stollensohle, haben wir das nachträglich angebracht, um den Besuchern zeigen zu können, was der Bergmann überhaupt hier gesucht hat, in Form von Siderit, Eisenerz. Nass, dunkel, kalt, stickig und eng. Und dazu noch ohrenbetäubender Lärm. Das waren damals die Bedingungen unter Tage. Da vergeht auch den Bergbaufreunden manchmal die Romantik. Wir hatten hier eine Gruppe, wo in der Betriebszeit über 80 Leute verunfallt sind. Also es war ein gefährlicher Beruf. Holz raus. So. Bis 1965 gab es Gruben im sogenannten Siegerländer Erzrevier. Dazu gehörte auch das Dadetal. Dann waren sie nicht mehr rentabel. Geblieben sind Geschichten und allerlei Erinnerungsstücke. Man muss die Leute in der Gegend nur mal fragen. In Sassenroth gibt es mit Sicherheit die größte Sammlung von Grubenlampen im Dadener Land.
zu Hause bei Eberhard Ermert, dem Bergbaufreund. Über 200 Lampen hat er gesammelt. Einige wurden sogar in Daden hergestellt. Froschlampen wurden sie genannt. Froschlampen und Karbidlampen. Wahre Schätzchen sind das. Sogar eine echte Jacke aus der Zeit hat Eberhard Ermert ergattert. Von einem Steiger. Das war so eine Art Chef unter Tage. Diese Messinglampen hatte der Steiger. Nur der Steiger. Und die waren immer schön geputzt. Und wenn der Steiger durch die Strecke kam, dann sah man an der Lampe das Blitzen. Deshalb haben die auch manchmal gesagt, der Blitzer. Da war Gefahr im Anzug. Aber das sollte mal am Arbeiten sein, wenn er kam. Ist ja heute noch so. Man sieht ja, ich sag mal, bis auf die Blende, die Lampe hat nicht eine Macke. Also viel unter Tage war er nicht. Da macht ihm so schnell keiner was vor. Einfach Eberhard Ermert fragen, wenn's um Bergbau rund um Daden und Herdorf geht. Sommer im Westerwald. Der kann auch mal ungemütlich sein. Aber das schockt hier keinen. Die Dadener haben ja ein ordentliches Dach über dem Kopf. Die Schieferdächer geben der Stadt ihr typisches Aussehen. Bis vor ein paar Jahren hätte man noch Dorf sagen müssen. Aber seit 2017 genießt Daden Stadtrecht. Über den Dächern des Dadener Landes. Wer mehr darüber erfahren will, der fährt am besten nach Mauden. Hier wohnt ein Meister seines Faches, einer, der seit über 40 Jahren mit Schiefer zu tun hat. Der Dachdecker Manfred Rosenkranz. Jeder Stein ist verschieden in der Festigkeit, in der Dicke. Und das merkt man dann, wenn man den Stein locht. Das gelingt nicht immer sofort bei dem ersten Hammerschlag. Man hört hier, das Teil ist noch richtig gesund. Da muss man also genau richtig mit der richtigen Energie und immer genau hier an dem Scherpunkt treffen, sonst ist er kaputt. Wenn ich das jetzt hier, ich mache das mal vor, wenn ich jetzt hier haben wir den Scherpunkt, würde hier lochen. Sehen Sie, das ist das. Dächer und Hausbekleidung aus Schiefer. Das gehört zur Tradition der Gegend. Die Dadener haben einfach das Material benutzt, das sie im Boden gefunden haben. So wie überall im rheinischen Schiefergebirge. Manfred Rosenkranz führt dieses Erbe weiter. Berät seine Kunden über die verschiedenen Deckungsarten. Waben- oder Schuppendeckung. Sogar eine wilde Deckung gibt es. Ist aber hier traditionell nicht stilvoll richtig. So einfach ist das nicht. Nicht jedes Muster passt in die Region und auch nicht zu jedem Haus. So ein Schieferdach ist nicht ganz billig. Und heutzutage überlegen sich auch traditionsbewusste Dadener, ob sie sich das leisten wollen. Früher war das keine Frage. Die Dadener haben das natürlich von Generation zu Generation erlebt, dass man Schiefer verwendet als Hausschmuck, als Wetterschutz. Und so geht das dann oft von Generation zu Generation weiter. Und manche haben gar nicht früher gefragt, was kommt auf das Dach? Das war selbstverständlich. Der Dachdecker kriegte den Auftrag, machst du mir das Dach? Dann hat der Dachdecker nur noch geguckt, muss ich rechte Steine, muss ich linke Steine? Es war klar, Schiefer. Bei Wind und Wetter auf dem Dach. Manfred Rosenkranz ist froh, dass er langsam kürzer treten kann. Sein Sohn Samuel führt bald die Geschäfte. Und dann bin ich jetzt natürlich auch in die Jahre gekommen und freue mich auch schon mal, wenn ich mal wie jetzt länger sitzen darf.
Ja, genau. Wir machen einen weichen Übergang. Und das ist so gewünscht. Und er hat die Kappe auf, er ist der Boss. Und eben kriegst du schon einen Anruf, Papa macht das und das. Und dann sind wir schön brav und machen das, ja. Manfred Rosenkranz schwört auf Schiefer. So ein Dach hält über 100 Jahre, sagt er, und passt ins Dardener Stadtbild. Hier die Giebelfassade neu gestaltet in Schiefer. Wir haben hier Schieferschuppen, wieder klassisch typisch kombiniert, Fachwerk mit Schiefer. Hochattraktives Deckbild, sehr schöne Fassade. Passend zum Gesamtensemble hier mit den Schieferfassaden im Hintergrund und drumherum. Und das ist wie bei einer schönen Frau, da guckt jeder hin. So ist das auch bei einer tollen Schieferfassade, bei einem tollen Schieferdach. Jeder guckt da hin, das sollte man bedenken. Die Dardener sind stolz auf ihre junge Stadt, die ja eigentlich auch noch ein bisschen Dorf ist. Rings um Darden nichts als Natur. Und jede Menge Menschen, die sich genau das wünschen. Ein Ort weiter zum Beispiel, in Derschen, wohnt ein Ehepaar, das sich voll und ganz dem einfachen Landleben verschrieben hat. Thorsten Pfau und seine Frau Stefanie. Sie betreiben eine kleine Landwirtschaft. Ein Hof wie eine Arche Noah, mit Gänsen, Schweinen, Hühnern, Schafen, Pferden und Rindern. Was ist denn los, Schätzelchen? Alles okay? Komm her. Na? Komm her. Was ist denn los? Die Rinderhaltung, das kam eher von mir. Also, das ist ja bei uns im Betrieb auch so aufgeteilt, dass ich so für das lebende Inventar zuständig bin. Und Stefanie macht so den Gemüseanbau. Wir kommen nicht aus der Landwirtschaft, aber wir hatten Interesse daran und wir wollten auf jeden Fall gesunde Lebensmittel für uns haben. Und dementsprechend sind wir halt dazu gekommen, dass wir erstmal für unseren Eigenbedarf im ganz Kleinen angefangen haben. Bella, was ist los? Bist du heute ein bisschen schüchtern? Komm. Ja, und dann kam eins auf das andere. Dann haben wir halt angefangen, hier ein bisschen umzubauen, die Möglichkeiten, die wir halt hatten, in Eigenregie alles. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollen uns ein paar Hühner halten, damit wir ein paar Eier haben. Die Eier gingen in der Nachbarschaft weg wie warme Semmeln. Mittlerweile haben die Pfaus über 300 Hühner. Und aus der Idee von der Selbstversorgung ist ein Hofladen geworden. Stefanie Pfau treibt sich am liebsten in ihrem Gemüsegarten rum. Sie hat vieles von ihren Eltern aufgeschnappt. Aber das meiste probiert sie einfach aus. Und wenn es funktioniert, ist prima. Und wenn nicht, kann man nicht ändern. In der Erde wühlen ist toll. Und weil das so ist, will Stefanie Pfau es auch weitergeben. Auf ihrem Erlebnishof lernen Kinder das Gärtnern. So, jetzt wollen wir ja ein bisschen gerade machen. Die tun wir mal auf Seite. Und dann müssen wir jetzt alle 5 cm, dann legen wir uns einen Zollstock hin. Landwirtschaft als Abenteuer. Stefanie Pfau leistet echte Aufklärungsarbeit. Weil die Kinder ja heutzutage auch nicht mehr wissen, wo kommt das Essen her, wie macht man das überhaupt und wie lange dauert es überhaupt, bis man die Bohnen dann auch essen kann zum Beispiel. Dass es letztendlich ein Lebensmittel ist, was so hochwertig ist und erzeugt werden muss und was da für eine Arbeit hinter steckt, das sehen die Leute ja gar nicht mehr. Wir wollen halt, dass die Leute bei uns auch überall gucken gehen können, also zu den Tieren gehen können, in den Gemüseanbau gehen können. Die sollen gucken, wo kommen die Sachen her. Und gerade für Familien mit Kindern und so weiter ist es auch so ein bisschen ein Event für sich selber, wenn sie halt hier einkaufen können und die Kittys sagen, so jetzt gehen wir noch zu den Hühnern oder wir gehen mal kurz in den Stall, wenn das Vieh im Stall ist. Genau, und immer weiterlaufen. Bis jetzt habe ich die Erfahrung, egal was man macht, die haben allen Spaß. Ist mal was Neues. Wer will denn jetzt mal sich gerne mal ein Tomatenpaar pflücken zum Essen? Wer möchte denn die erste Melone? Ich! Ich!
Steffis kleiner Hofladen ist an 2 Tagen die Woche geöffnet. Dort gibt es alles, was der Hof hergibt. Aber auch Produkte aus der Region. Also mir bereitet an dem, was wir hier machen, viel Freude, wenn wir halt Menschen haben, Leute haben, die bei uns einkaufen und die das wertschätzen, die uns dann auch das Feedback geben und sagen, was sind wir froh, dass wir hier diese Sachen bekommen. Aber es ist natürlich nicht nur Sonnenschein, klar. Manchmal denkt man auch bis hier weiter. Ja. Bereust du es? Definitiv ist ja. Na kommt! Raus. Landwirtschaft zum Anfassen. Das können die Gäste der Familie Pfau erleben und wann der richtige Zeitpunkt ist. Oh. Die ist noch nicht reif. Ein ansteckendes Lachen und eine Idee, die das Dadener Land bereichert. Manchmal muss man eben tief graben, um was zu bewegen. Das hat sich auch ein Ehepaar im Schlossdorf Friedewald gesagt. Und gleich mal ganz tief gegraben. Er schneidet und gräbt seit über 30 Jahren. Karl Hermann Becker. Auf gut 8000 Quadratmetern hat er den Garten in der Kalkbitze geschaffen. Zusammen mit seiner Frau Ute. Für eine neu erworbene Pflanze das richtige Plätzchen finden. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist sehr spannend. Im Garten in der Kalkbitze ist nichts dem Zufall überlassen. Alles wohl durchdacht. Wir wissen ja, eine Blume blüht 3, 4, 5, 6 Wochen. Und dann hat sie ihre Hochphase erreicht und zieht sich zurück. Und dann ist die Aufgabenstellung an die Gärtner, dass man unmittelbar dazu, daneben, in der Nähe, ein anderes Gewächs pflanzt, das dann halt die Fortsetzung in dieser Dynamik sicherstellt. Ich möchte gar keine Erde sehen, sondern es soll alles von Pflanzen bewachsen sein. Das heißt, bei uns ist 1 Quadratmeter doppelt und dreifach besetzt. Ne? So, dass man, wie Lasagne, ne? So ist das dann im Erdboden zu sehen. Auf das Miteinander kommt es an. Rinde neben Blatt, Blüten neben Gräsern. Und jede Pflanze beansprucht den für sie besten Platz. Ja, das ist hier schon relativ trocken und es scheint den ganzen Tag die Sonne hin. Dann muss man eine besondere Pflanzenauswahl treffen. Das können viele Pflanzen einfach nicht vertragen. Sonst, ja, kriegt man einen anderen Garten als den, den man haben wollte. Das, was heute wie ein Gesamtkunstwerk anmutet, hat 1988 ganz klein angefangen. Auf einer Kuhwiese, die das Haus der Bäckers umgab. Ich wusste wirklich nicht, wo anfangen. Ich meine, Ahnung hatte ich überhaupt keine, da ich im Stadthaus groß geworden bin. Ja, wo fährt man hin, wenn man Gärten sehen will? Nach England, ne? Dem Mutterland aller Gärten. Ja, und dann sind wir infiziert worden. Wenn man nach England fährt und diese Pracht sieht, also das ist schon sehr beeindruckend und das lässt einen dann nicht mehr los. Der aus England importierte Virus wirkt bis heute. Karl Hermann Becker zitiert gerne Prinz Charles, auch so ein leidenschaftlicher Gärtner. Er sagt, ein Garten ist dann gelungen, wenn er das Auge erfreut, das heißt, wenn er schön ist, optisch schön, das Herz erwärmt und die Seele nährt. Wenn die Faktoren eintreffen, zutreffen, dann ist das eigentlich eine gelungene Angelegenheit. Und wir streben an, dass halt auch dieser Effekt uns zugute kommt. Das Seelenheil, das aus dem Garten kommt, das darf jeder erleben.
nach Voranmeldung und gegen einen kleinen Obolus. Über 1000 verschiedene Pflanzenarten, wenn das mal nicht das Herz erwärmt. Die grüne Seele des Dardener Landes, das fasziniert auch sie. Angelika Kessler, die Mountainbikerin. Sie bietet Touren durch ihre Heimat an. Up and down durch den nördlichen Westerwald, so nennt sie es. Das geht bis in die verborgensten Winkel des Dardener Landes. Angelika Kessler ist auf ihre Art auch eine Botschafterin der Region. Die ausgebildete Mountainbike-Führerin bringt ihre Gäste an Stellen, wo kein Auto hinkommt. Das geht nicht immer schmerzfrei, aber auf jeden Fall macht es Spaß. Das ist jetzt gemein, ne? Quäl ich mich gerne, ne? Aber ich glaube, ich kann mich quälen, so. Ja, hoch und runter macht mir Spaß tatsächlich. Also mir geht es richtig gut, wenn ich mich so ausgepowert habe. Wenn ich irgendwo sonst im Alltag Stress habe und ich kann ab dann eine Runde Mountainbike fahren, danach geht es mir gut. Das möchte ich gerne irgendwo auch weitergeben. Klar machen fürs Dardener Land. Dann wollen wir starten. Angelika Kessler bietet Touren exklusiv für Frauen an. Die haben ihren eigenen Drive, sagt sie, und andere Wünsche an eine Tour als Männer. Erste Station, die Barockkirche von Dahlen. Bei Angelika Kesslers Touren geht es um die Gesellschaft, weniger um den Wettkampf. Steinches Mühle ist immer ein Muss. Aber wir haben schon früher, die ganzen Ortschaften haben hier halt ihr Getreide hinbringen müssen und haben das hier halt mahnen lassen müssen, wie Derschen, Mauten, Emmerzhausen, auch Friedewald sogar. Und die mussten das halt hier alle abgeben, ne? Also das heißt, die mussten. Auf der Tour erleben die Frauen Bäche, deren Namen keiner kennt. Nicht spektakulär, dafür aber die niedrigste Gipfelbesteigung des Landes. Und den verwunschenen Silbersee, leider aber ohne Schatz. Oder die Basaltfelsen auf dem hohen Seelbachskopf. Das Glück muss man sich im Dardener Land auch ein bisschen erarbeiten. Also wenn man wirklich in den Bergen ist und man dann vielleicht so 2 Bergetappen am Tag geschafft hat, das ist wirklich ein Glücksgefühl. Also ich weiß noch, wie wir die Alpenüberquerung gemacht haben, so vom Tegernsee zum Gardasee, und wie wir dann den Blick hatten auf den Gardasee, das war ein Kribbeln, das war richtig toll. Hier in den Mittelgebirgen hat man natürlich jetzt so eine Bergetappe natürlich nicht, aber wenn man dann so an einem Nachmittag auch mal so 40, 50 Kilometer gefahren ist und wirklich einige Höhenmeter dann auch gemacht hat und man dann nachher bei einem schönen Glas zu trinken sitzt, dann hat man, jetzt hast du was geleistet, das war toll. Prost, Prost. Up and down, bergauf, bergab. Das ist Programm im Dardener Land. Am Schluss geht es nach Sassenroth. Zurück unter die Erde. In das Bergbaumuseum des Kreises Altenkirchen. Im Keller des Museums ein Stollen. So wie er früher ausgesehen haben könnte, als es hier noch Bergwerke gab. Achim Heinz ist kein Bergmann, sondern Leiter des Museums.
Nichts ist hier, wie es scheint. Das Bergwerk ist nicht echt, sondern täuschend echt nachempfunden. Authentisch. Alles nur, um die Erinnerung hochzuhalten. Denn irgendwann wird kein alter Bergmann mehr erzählen können. Ich habe ihn gefragt, wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie Bergmann wurden? Ja, sagte er, als wir aus der Schule entlassen wurden, waren in der Klasse 24 Jungs. Davon wurden 23 Bergmann. Und dann sagte er noch einen anderen Satz, zum Lernen hatten wir kein Geld. Das war also anders, als es früher in den Ausbildungsberufen war, wo man ein Lehrgeld zahlen musste. Das heißt, um das Know-how zu kriegen, muss man erstmal was hinlegen. Und im Bergbau war das anders. Da konnte man als Auszubildender dann schon recht gut Geld verdienen, verglichen jetzt mit anderen Berufen zur damaligen Zeit. Im Bergbaumuseum entsteht eine Welt neu. Die Welt von Eisen und Erz. Von Gruben und Pingen. Die Zeit um das Jahr 1900, als es noch gut 15.000 Bergleute gab im Siegerländer Erzrevier. Achim Heinz ist fasziniert von dieser Zeit. Die harten Arbeitsbedingungen aber wünscht er sich nicht zurück. Zu viele Bergleute starben früh. Doch es geht nicht nur um die Entbehrungen der Westerwälder Bergleute, sondern auch um Stolz und Kameradschaft. Stellen wir uns in einem kleinen, höhlenartigen Raum drei Männer vor, die jetzt das Eisenerz losgesprengt haben. Sie müssen es verladen. Schwere Steine, die bewegt werden müssen, eine gefahrvolle Arbeit. So, und jetzt haben sie da einen Bergmann, der vielleicht stark erkältet ist. Also er ist nicht fit am nächsten Tag. Und in diesem Team sinkt jetzt die Leistung. Das heißt, der Lohn aller geht zurück. Dann haben die Kollegen oft gesagt, setz dich in die Ecke, mach die Augen zu, wir arbeiten für dich mit. Wir holen das für dich mit raus. Ja? Und das ist eine Geschichte, die hört man auch immer wieder. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Bergleute sich gegenseitig da geholfen haben. Der Blick in die Vergangenheit erdet und hilft, den Westerwald von heute besser zu verstehen. Achim Heinz verkriecht sich nicht nur im Museum, er trägt sein Wissen nach außen, macht Führungen, gern auch mit Kindern. Was die Kelten damals gemacht haben, 500 vor Christus, nämlich hier durch die Gegend ziehen und gucken, was ist da in der Erde vorhanden, genau das machen wir heutzutage mit den Kids. Ist ein Stein schwer, ist er leicht, welche Farbe hat er, ist er hart oder splittert er sehr leicht auseinander, wie zum Beispiel der Schiefer. Und ich denke mal, für die Kinder wird dann die Erde auch ein bisschen bunter. Das ist ja nicht alles nur Dreck, was unten auf der Erde liegt, wo man drüber läuft. Und ich denke, wenn das jetzt nicht nur auf die Steine angewandt wird, sondern wenn die Kinder das als Prinzip jetzt nicht noch nicht mehr erkennen, sondern nur so ein bisschen drauf haben, dann ist schon viel gewonnen. Steinreich, ja. Aber steinhart auf keinen Fall. Die Westerwälder mehr herzlich als hart. Danke. Danke, ebenso. Sie teilen sogar noch ihr letztes Kartoffelbrot. Die Aussage, dass man mit den Leuten hier erst einen Sack Salz gegessen haben muss, bevor man mit denen so richtig warm wird. Ich will das also gar nicht so bestätigen. Das Dardener Land ist zwar keine touristische Hochburg, aber es begrüßt mit offenen Armen. Und hier geht auch keiner zum Lachen in den Keller. Hier lacht man sogar auf dem Dach.